Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist André Kraus, ich bin Rechtsanwalt aus Köln und in diesem Video geht es um eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Und zwar ging es um die vorzeitige Erteilung der Restschuldbefreiung durch eine außergerichtliche Einigung, also durch einen Schuldenvergleich, noch während des Insolvenzverfahrens und zwar konkret in der Wohlverhaltensperiode. Dem lag folgender Sachverhalt zugrunde. Der Schuldner, der hat von einer dritten Person, von einem Verwandten einen Betrag bekommen. Den hat er seinen Gläubigern noch in der Wohlverhaltensperiode angeboten, also bevor diese ablief, und sich mit ihnen außergerichtlich durch einen Vergleich geeinigt. Die Gläubiger haben also alle zugestimmt und dann hat der Schuldner bei seinem Insolvenzgericht beantragt, dass ihm vorzeitig die Restschuldbefreiung erteilt wird und dass das Insolvenzverfahren, dass dieses eingestellt wird. Und das hat das Insolvenzgericht abgelehnt und dagegen wandte sich der Schuldner vor dem BGH und der Bundesgerichtshof, der entschied zugunsten des Schuldners. Und zwar argumentierte der Bundesgerichtshof, dass die Situation ähnlich der Situation ist, in der die Gläubiger während des Insolvenzverfahrens, also noch vor der Wohlverhaltensperiode, wenn diese ihre Forderung nicht zur Insolvenztabelle anmelden, dass dann auch die Restschuldbefreiung erteilt wird. Und zwar deshalb, weil dies einfach aus dem Willen der Gläubiger folgt, ihre Forderung nicht mehr weiter zu verfolgen. Derselbe Wille folgt auch daraus, dass diese einen Vergleich schließen. Denn Vergleich, das ist ein Erlassvertrag letzten Endes. Und so stimmte der Bundesgerichtshof dem Begehren des Schuldners zu und dieser erlangte schon vorzeitig die vollkommene Restschuldbefreiung, indem er seinen Gläubigern nur einen Teil der geschuldeten Summe angeboten hat. Und für Sie konkret heißt das, dass das auch in Ihrem Fall möglich ist, falls Sie dies anschreiben und falls die Voraussetzungen vorliegen. Und die Voraussetzungen sind, dass zunächst mal ein Schuldenvergleich durchgeführt wird, ein erfolgreicher mit den Gläubigern, dass Sie alle zustimmen. Dabei helfen wir Ihnen sehr gerne. Und dass anschließend auch alle Kosten, also die Verfahrenskosten des Insolvenzgerichtes, auch von Ihnen komplett in einem Stück getilgt werden. Ich hoffe sehr, dass Sie dieses Video informativ und aufschlussreich fanden. Wir haben für Sie eine Menge juristischer Informationen auf unserer Webseite www.anwalt-kg.de bereitgestellt. Wir haben für Sie News, aktuelle Rechtsprechung und auch Videos mit zu allgemeinen Themen des Insolvenzrechts, aber auch zur Rechtsprechung, die für Sie von Interesse sein könnte. Und wenn Sie juristische Fragen zum Privatinsolvenzverfahren haben, wenn Sie dort etwas anstreben, rufen Sie uns gerne an. Wir stehen Ihnen auch kostenfrei zu einem Erstgespräch zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.